Aktuell wird an einem neuen Indie-Spiel namens Paralives gearbeitet, welches von nur einer einzigen Person entwickelt wird. In diesem Video möchte ich dieses ein wenig vorstellen, da es einige interessante Ideen zu bieten hat. Paralives soll laut der Website ebenfalls eine Lebenssimulation werden, bei der man seine eigenen Charaktere erstellen, ein Haus bauen und ihr Leben steuern können soll. Es wurden schon einige interessante Informationen und Bilder zum Indie-Titel geteilt, die ebenfalls Elemente beinhalten, die es in The Sims 4 gar nicht gibt. Der Baumodus in Paralives soll beispielsweise runde Wände, größenanpassbare Objekte sowie unterschiedliche Bodenhöhen auf einer Ebene ermöglichen. Auch die Form von Treppen ist frei anpassbar und Farben können frei an den Objekten angepasst werden. Besonders die runden Wände klingen für mich extrem spannend, da man in The Sims 4 schon mit den Zäunen coole Dinge anstellen kann, passende Wände dazu aber noch eine geniale Ergänzung wären. Ebenfalls soll die Welt in diesem Indie-Titel offen sein und Autos sowie Fahrräder beinhalten, was ja in The Sims 3 ebenfalls möglich war, in The Sims 4 dann aber wieder rausgeflogen ist. Ihr könnt ebenfalls auf Boden leben, ebenfalls eine interessante Idee. Auch soll das Spiel mit regelmäßigen kostenlosen Updates versorgt werden, unter anderem werden hier magische Inhalte hinzugefügt. Vielleicht stehen auch Hunde, Katzen und Pferde zu Release bereit, wenn nicht aber laut dem Entwickler Alex Marseille als Gratis-Update. In den geteilten Videos kann man schon ein paar Optionen des Baumodus erkennen, wie hier die anpassbaren Fenster. Scheinbar lässt sich auch der Vorhang immer auf die passende Größe anpassen, was in The Sims 4 noch immer sehr nervig abläuft, da nicht alle Vorhänge auf alle Fenster passen. Jetzt habe ich noch ein Gewinnspiel für euch, welches ich zusammen mit meinem neuen Partner Instant Gaming gestartet habe. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung, sucht euch ein Pack nach Wahl aus und loggt euch bei Instant Gaming ein. Mit ein wenig Glück gehört dieses bald euch, das Gewinnspiel läuft noch bis Ende Juli. Falls ihr The Sims 4 Packs günstig kaufen wollt, hat Instant Gaming ebenfalls fette Rabatte auf ihrer Website, welche ich auch unten verlinkt habe. Was denkt ihr über Paralives? Werdet ihr euch es einmal ansehen, wenn es irgendwann erschienen ist? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.